Grüße. Und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 31.03.2021, einen Mittwoch. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Dienstag. Bei uns in Bayern war er wirklich, wirklich schön. Und heute konnte ich ihn auch ein wenig genießen. Und ich hoffe, ihr auch und es geht euch gut. Jetzt schauen wir auf heute, den Mittwoch. Am Mittwoch haben wir Glück. Glück ist richtig schön. Und Energie auch noch schöner. Wir verabschieden die Emotionen. Und das ist ein Thema, was momentan bei mir recht präsent ist, da ich versuche, bin ja auch kein Genie, aber ich versuche zumindest, immer wenn ich mich schlecht fühle, zu hinterfragen, warum. Um rauszufinden, welche Emotion steckt denn in Wirklichkeit dahinter. Und zu 99,9% komme ich drauf, es ist irgendeine Angst, eine gelernte Angst, eine Zukunftsangst, die ich, selbst wenn sie da ist, sowieso nicht ändern kann im Hier und Jetzt. Also auch völlig blödsinnig. Aber da muss man ein bisschen auf sich Obacht geben. Und hier ist die eine Glücksenergie und Abschied der Emotionen. Das heißt, ich darf pures Glück erleben, was wirklich aus mir rauskommt, aus meinem Herzen kommt. Schauen wir mal. Der weibliche Aspekt sagt uns Glück. Das ist die weibliche Aspekt, das ist immer auch das Fühlende, wie die Mama ist das Fühlende. Da kommt das Glück her. Abschied von allem, was mich nervt. Energie des Vertrauens aufbauen auf mein Glück, auf meinen weiblichen Aspekt und trotz Emotionen oder gerade durch diese Emotionen, weil ich sie ja auch wandeln kann. Ich kann ja negative Emotionen verabschieden oder sie in Erfolg, also in schönen Emotionen umwandeln. Und die darf ich ja gerne behalten. Wie schon gesagt, wenn ich ein Lied höre, was ich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen habe und ich fange es grinsen an, dann habe ich damit eine positive Emotion verbunden. Und die darf ich ja gerne behalten. Ich darf da nur nicht behalten, diese Sehnsucht nach dem, was war. Weil das ist dann wieder eine negative Emotion. Sondern mich freuen darüber, dass es so war. Und dass es auch jederzeit wieder so sein kann. Weil ich bestimmt auch mein Leben. So, wir haben hier großen Erfolg, Bewusstsein und eine Einschränkung und Gefühl. Hier, von dem rede ich die ganze Zeit, vom Gefühl. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese Einschränkung. Das ist so eine wunderbare Legung und dann liegt so eine doofe Einschränkung dabei. Arbeit, ah, okay, verstehe. Jetzt muss ich mal gucken, ob du das siehst. Ja, du siehst alles. So, also das ist morgen ein sehr, sehr, also heute, Mittwoch, ein sehr, sehr gefühlvoller Tag mit wahnsinnig viel Gefühlsenergien, sage ich, glücklichen Energien. Ich soll denen auch vertrauen. Also nicht, wenn ich jetzt aufwache und einfach gut gelaunt bin, zu hinterfragen, warum bin ich denn gut gelaunt, hat sich ja nichts geändert, alles ist so schlimm wie gestern, also brauche ich das nicht. Das wäre verkehrt, sondern diese Energie wirklich nutzen und diese negativen Energien, wie es so, was ich gerade beschrieben habe, hinterfragen, warum. Das war gestern, heute ist ein neuer Tag, jeden Tag ist neu, das Hier und Jetzt ist immer neu. Und dann kann ich bewusst an meine Energien arbeiten, umso mehr ich das tue, umso glücklicher werde ich im Grunde. Einschränkung ist, man muss dran arbeiten. Das heißt also, wenn du jetzt einfach das so lässt, dann stehst du auf, bist eine Stunde glücklicher, eine Stunde später bist du wieder genauso, wie du gestern warst, weil eben diese Gedanken kommen und du nichts getan hast, nicht bewusst gemerkt hast, hoppsala, jetzt wäre ich grantig, warum bin ich grantig? Weil ich die Merkel schon wieder gesehen habe. Oder weil ich den Nachbarn schon wieder gesehen habe. Und ich damit eine negative Energie für Emotionen verknüpft habe. Also sage ich, nee, ist egal, warum ich es verknüpft habe. Das kann meine Energie jetzt hier nicht beeinflussen. Kann ich loslassen und wird in die neue, schöne Energie kommen. Der eine oder andere hat eine Einschränkung, weil er in die Arbeit muss. Das kann natürlich auch sein. Kommt immer auf deine Arbeit drauf an. Aber bei den meisten ist es an sich arbeiten, weil sonst ist man eingeschränkt. Aber morgen haben wir eine super, nein, heute haben wir eine super, super, super Energie. Kinder, nützt sie. Sie kann euch nur positiv in die Zukunft leiten. Denn das, was ich heute aussehe, aussende, kommt nicht zu mir zurück, sondern erwartet mich morgen. Also, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Tschüss.